noch das Stückwerk drüber und Ach, jetzt habe ich meine Essence Berries. Ich wollte. Ich wollte. Ja, es dauert noch ein bisschen mit Essence Berries. Ich wollte ja gerade auch hier diesen Raum für den Reaktor abbauen, deswegen habe ich jetzt erstmal das Ding weggemacht. Aber ich. Ohne jetzt alles kaputt zu machen, kann ich da jetzt nichts. Kann ich jetzt keine Raumeinteilung machen, weißt du? Und die Maschinen sollen ja jetzt erstmal noch laufen, deswegen. Doof gerade. So ein bisschen, aber es wäre gut. Machst du das mal langsam anzugehen? Nee, dass die Maschinen noch ein bisschen laufen, vor allem ja, mit Aquarium und so. Ja. Schon umgestellt. Das ist kein Problem. Obwohl, ich bräuchte eigentlich wieder zuerst ein bisschen Cobblestone. Also hier, Stone. Na, da kann ich ja keinen Block hinsetzen, das wäre ja doof. Ich hoffe, dass es dunkel genug ist, aber ich glaube schon, es wächst ja schon. So. Schissel die Nissel. Ich glaube, ich mache das einfach nach dahin. Frage ist, was machen wir dahin? Das ist eine gute Frage. Ja, ist es. Nee, ich sag mal, was man machen könnte, ist, bald wir wirklich einen separaten Raum haben für jetzt die ganzen Redstone Furnaces, sonst irgendwas, ne? Können wir auch hier. Mal so anfangs die Maschinen umsetzen und den Reaktor dann zum Schluss, oder wir setzen zuerst den Reaktor, aber dafür haben wir eigentlich im Moment zu wenig Kabel, nenne ich es jetzt einfach mal, ne? Schon. Da ist hin? Oder soll ich das direkt hier ransetzen? Okay, die Kabel können wir uns dann irgendwann herstellen, aber ich würde dann gleich gerne auf die zweiten Conduits gehen. Aber das kriegen wir dann. Vorab soll jetzt erstmal sowieso Dach stehen und ein bisschen Raumeinteilung und umsetzen kann man zwei, dann drei, immer vier, noch. 5, 6, das wird nicht reichen. Dann muss noch da gemacht werden. Hier hoch. Sagen wir so. Ja. Wir bräuchten unbedingt mal einen Fahrstuhl oder eine Treppe oder sowas. Ich mach gerade die Treppe. Also oldschool, ja? Ja, wenn der Fahrstuhl immer noch einbaut, können wir immer noch machen. Aber erstmal will ich eine Treppe irgendwo haben. Wir fangen mal Oldschool an und können hinterher noch Neuschool machen. Wieso leckt das hier ab und zu mal bei mir? Ist bei mir auch so. Vielleicht weil ich den Server nicht komplett neu gestartet habe oder. Wer weiß das schon. Ja, meine Aufnahme sagt mir auch irgendwie was mit hoher CPU-Auslastung. Wofür? Warum weiß ich nicht. Ja, OBS halt, ne? Ah, ich glaube, ich nehme doch wieder anders auf. Also das Rechner packt kein Full HD. Also schon. Weißt du, was ich für Komponenten drin habe? Das sollte er locker schaffen. Uralt Komponenten. Ja, ja. Ist doch so, nach 2 Monaten ist der Rechner alt. Ach so, ja, stimmt auch wieder. Hallo! Weißt du doch. Jetzt haben wir eine Treppe hier hoch. Übrigens, wenn das mit der Glaswand noch nicht so passt, das ist kein Problem, das Glas geht nicht kaputt beim Abbauen. Okay.
Ja, ist okay, ist ja Clear Glass. Ja, ja. Relativ gerne. So, brauche ich mal. Ich habe doch noch genug Fackeln hier. Was habe ich das? Was sind das für Fackeln? Das sind Torches und du hast ein Torches. Ach, du hast Tinker Construct Torches verwendet. Ja, wenn ich keine Sticks mehr habe im Untergrund, dann mache ich mir halt aus Stone schnell die Sticks. Ja. Was kommt da für ein Raum hin, weiß ich noch nicht. Noch nicht. Warum weiß es nicht? Das kann doch nicht wahr sein. Willst du eigentlich auch noch einen Raum haben für die Blümchen, die du draußen hast? Nee, die kommen auch hier rein. Ja, sag ich ja, einen extra Raum wahrscheinlich, oder? Weiß ich nicht. Entweder setze ich sie mit da unten hin. Vielleicht steige ich aber auch auf eine Wassermana-Verspeisung vor, dass ich mit Wassermana erstelle. Wassermana-Verspeisung? Ja, ja, genau. Eine geile Verköstigung. Nee, entweder mache ich das oder die Pflanzen kommen aufs Dach und geben mir dann Mana von da oben runter. Beinprobe war gestern, Mana verkürzt. Ach, Maul jetzt! Jetzt habe ich denn so viele davon im Inventar, aber nicht die, die ich brauche. Gib mir Marble. Danke. Ich hatte schon wieder ein bisschen was gesammelt durch die zwei Quarries. Ja, ja, das passt schon. Ja, aber läuft jetzt so ein bisschen mit den zwei, ne? Ja, jetzt wo wir zwischen den Bauen und nicht ganz so viele Teile manchmal zu verbrauchen, dann geht das auch. Wobei, ich denke mal, die sind noch nicht mal auf einer anständigen Höhe. Ja gut, Marble ist ja ganz unten, nicht, ist ja nur oben. Auch nicht nur. Aber trotzdem sind sie noch nicht auf einer anständigen Höhe. Richtig. So. So, funktioniert so. Jetzt würde ich gerne einfach nur diese drei noch austauschen. Habe ich kein nix dafür dabei, schade. Und das hier unten auch. So. Ja, was da ging wieder der Stone zur Neige. Immer dasselbe hier, ne? Boah. Ist leider so. Achso, du hast doch schon hier eine Treppe. Na, da war was. Fall ich durchs Loch. Bist du genau runtergefallen? Nö, ich bin runtergesprungen. Okay. Ob jetzt das Meltery? Oder machen wir so einen weißen Rand drumherum? Ich glaube, das sieht auch geil aus. Weiß mir gerade einfällt. Was denn? Ups, das war einer daneben. Das Ding Energy Dingsbums, das weiße. Ja, Energy Acceptor. Muss ich da wieder hinsetzen, weil sonst vergesse ich das wieder. Das müssen wir nämlich auch hier. Quarzglas, okay. Wo ist er denn jetzt? Ja. Ne, komm, dann machen wir das auch noch. Nämlich auch mit dran, das ist genau da. Später auch wieder eventuell. So. Da hat mir der eine Creeper mal schön in die Luft gejagt. So, das läuft, das läuft, das läuft. Gut. Das kann man fast so anbieten. Ich wollte jetzt so ein bisschen nach Stone Ausschau halten, aber vorher mal pennen gehen. Wenn ich denn darf, wenn ich denn darf, wenn ich denn darf, wenn ich denn darf, wenn ich denn darf.
Lang dauert es nicht mehr, dankeschön. Das ist noch besser. Das sieht doch gut aus, oder? So kann man das lassen. Gefällt mir. Gefällt ihm. Wie like. Ja, genau. Oh, was meinst du? Wird das nicht mal, ne? Ne, ist gar nicht so riesig, wenn man so schon die Treppe schon alleine sieht. Wir dachten, es wird riesig, wird's aber nicht. Ne, du wirst sehen, wenn man die Maschinen hier so ein bisschen verteilt, ne? Ja, dann sind die Räume schnell weg, dann müssen wir noch ein Stockwerk draufsetzen oder noch irgendwo anbauen oder sonst was. Oh, shit. Und wir wollen ja eine große Firma machen, das ist ja nicht so, als wollten wir das nicht. Das wird ja... Ja, wobei, das glaube ich mal wieder eins... Projekt seit langem wird, was nicht nach 100 Folgen beendet wird. Nee, da können wir ein paar mehr Folgen verbringen. Ja. Wie findest du eigentlich hier mit den Wegen, die ich hier mit diesen anderen Steinen markiere quasi? Ja, finde ich gut. Sonst hätte ich mich schon beschwert. Okay. Als würdest du dich beschweren bei irgendwas, was ich mache. Ich bin froh, ich bin immer so unkreativ, was so Raumaufteilung und so angeht. So, was hier für eine Besenkammer reinkommt, weiß ich noch nicht. Müssen wir mal noch schauen. Die Frage ist, wie symmetrisch wird das hier drin, ne? Das müssen wir uns noch überlegen. Kreuz und quer, eckig, kantig, wir brauchen ein Labyrinth. Ja, damit mache ich schon sehr symmetrisch. Versuche ich zumindest. Wenn man es mal wirklich rein Hammond-mäßig sehen würde, ist ja so eine Produktionshalle, die wir ja dann eigentlich haben, wirklich komplett offen aufgeteilt, ne? Ja, es kommt drauf an. Also die Räume, die einzelnen, was verschiedene Abteilungen sind schon aneinander aufgeteilt, würde ich sagen. Also. Ja, mit einer Wand. Ja. Nicht mit Räumen. Ja, doch, du, den Verwaltungstrakt tust du von den Produktionen abschließen, dann nachher dem, was du in der Produktion machst, gibt's. Verwaltungstrakt, der kommt doch nicht rein. Wir begnügen uns doch hier nicht mit dem normalen Fußvolk. Wir bauen uns hier noch einen Palast irgendwo. Ach, die Verwaltung von der Firma ist im Palast, ach so. Natürlich, sind ja nur wir zwei. Ja. Wenn dann schon anständig wohnen. Ich glaube, hier hinten können wir das Klo hinmachen. Plumpsklo. Und auf der anderen Seite, also auf der einen Seite männlich, auf der anderen Seite weiblich, dann kommt man von hier hinten aus da rein. Wäre eine Idee, könnte man machen. Muss man aber nicht. Muss man aber nicht, genau. So, die Frage ist, stelle ich jetzt dann hier aufs Dach auch schon mal Fackeln drauf? Kann ich dir nicht sagen. Eigentlich bräuchten wir es nicht, weil wir hier eh nicht drauf gehen, aber... Bist du sicher? Ich habe keine Lust, dass die ganzen Monster also quasi oben auf der Decke spawnen. Ob das aussieht, weiß ich nicht. Schon wieder so ein Dreckpenis hier, den ich gefunden habe, ey. Entschuldigung. Überall sind die, ey. So, 1, 2, 3. So, eigentlich müsste ich die jetzt noch hier drinnen holen. Die brauchen halt Fläche hier ohne Ende. Weißt du, an was ich mich irgendwie gerade erinnere? Wo dran? An Logistikpipes. Ach ja, war das was mit den Logistikpipes. Das Marble. Das war lustig, ja. Ja, das automatische Crafting-System aus Logistikpipes. Das war super. Take it light und so. Weil der immer irgendwelche Items verschluckt oder drin gelassen hat oder rausgeschmissen hat einfach. So, Stone, ein bisschen haben wir noch. Wieso ist denn hier kaum Mana drin?
Ich muss die ganze Aufnahme hier keine Mana verbraucht. Trotzdem ist da kaum was drin. Power Fist. In den Mana Pool. Verstehe ich nicht. Glaub nicht. Ich werde eh die Tage eventuell mal den Server updaten, ne? Ich glaube, es wäre besser. Warum fällt denn den Baum schon wieder nicht mehr? Ja, vielleicht solltest du es machen. Wenn der Mana-Pool voll ist,